So Leute, da sind wir beim nächsten Blacky Talk. Ihr merkt, ich bin in einem ganz bequemen Stuhl. Ich habe hier so ein Einzimmer-Airbnb am Strand, an der Ostsee, in der Nähe von dem Hansapark, der noch zu hat. Dementsprechend haben wir ein kleines Reisesetup für diesen Tag. Plus, ich war relativ früh schon am Strand und ich habe mir ein bisschen, glaube ich, einen kleinen Zug geholt. Deswegen ist meine Stimme dann ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem, weil heute das Thema ist für mich ein ganz, 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 ganz wichtiges. Weil es ist ein Thema, wo ich mich wie so ein alter Mann fühle. Deswegen so ein Schaukelstuhl, auf dem ich hier gerade sitze, der tut richtig gut, weil ich es einfach aktuell nicht mehr verstehe, wie viel Wizard of the Coast noch aus uns rausquetschen möchte, bevor wir irgendwie mal von ihnen was zurückbekommen. Und nein, nein, keine Sorge, das hier ist kein, oh mein Gott, wir zahlen 20 Millionen Euro und alles ist so teuer und so und Magic-Karten müssen Geld wert sein und so Talk. Den habe ich euch versprochen, der kommt auch noch, aber da will ich mir ein bisschen was drauf vorbereiten, weil da habe ich richtig Bock drauf, weil ich habe schon gemerkt unter dem Radio Ravnica Video, was wir dazu gemacht haben, ihr seid da eine ganz andere Meinung wie ich und manchmal auch eine sehr, sehr starke Meinung und ich habe da auch eine sehr, sehr starke Meinung zu und da würde ich gerne mit euch in die Diskussion gehen, aber das kommt beim nächsten Mal. Heute das Ganze ist so ein kleines Update-Video von so 2, 3 Videos, die ich schon mal gemacht habe. Also fasse ich hier jetzt ein paar Blacky-Talks mal zusammen. Das letzte Mal, als ich die gemacht habe, saßen wir im Lockdown. Ist ein bisschen her. Dementsprechend dachte ich, gucke ich nochmal rauf. Ich habe damals schon gesagt, Leute, wir haben zu viele Produkte. Ich habe das letzte Jahr schon darüber geredet, dass Wizard of the Coast keine Ahnung hat, was für Produkte wir uns wünschen. Aber ich muss halt sagen, wir haben halt wirklich einfach ein Problem mit viel zu vielen Produkten. Wenn man sich jetzt alleine anschaut, wir haben jetzt die Play Booster, dann kriegen wir Universes Beyond Booster, wir haben Collector Booster, wir haben Commander Decks, wir haben Commander Collector Decks, wir haben Bundle, wir haben Gift Bundle, wir haben, was haben wir denn noch? Ich finde bestimmt noch irgendwas, was wir haben. Klari, Secret Lair und ähnliches. Wo ich mir denke so, warum zur Hölle haben wir so viele Produkte? Wenn man sich jetzt ein anderes TCG mal anschaut, zum Beispiel Pokémon. Pokémon ist genauso lange auf dem Markt wie Magic. Und die haben seit Anbeginn der Zeit ihre Boosterbox. Where's the fucking problem? Ich verstehe es aber nicht. Ich verstehe nicht, wieso Wizards so krass darauf aus ist, mit dieser Produktvielfalt ohne Ende Produkt in den Markt zu werfen. Und das völlig ohne Sinn und Verstand. Ich wäre vollkommen fein damit, wenn ein Konzept dahinter wäre. Aber eine Modern Set Commander Decks hinterlegen ist halt dämlich. Also, die Leute werden es kaufen. Deswegen Wizard of the Coast, ihr habt vollkommen recht, wenn ihr die Sachen verkauft. Ihr werdet Leute finden, die das kaufen. Die 100 Euro Commander Decks, was ihr sonst als Secret Lair verkauft, in voll kaufen werdet. Weil ihr habt ja schon bewiesen, bei Warhammer hat das funktioniert. Warum sollte das nicht auch bei einem stinknormalen Standard-Ding probieren? Und das Problem ist, die Leute rallen nicht, dass wenn sie das jetzt kaufen, das dazu führt, dass wir das jetzt immer kriegen. Weil das ist das, was der Kern dieses Blacky Talks wird. Wizard of the Coast sieht eine Sache und denkt, das funktioniert, hier habt ihr 30.000 Mal das Gleiche. Und das finde ich so nervig. Es hat angefangen mit Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wir haben mal einen Collector-Display bekommen. Das hat funktioniert. Also, was hat Wizard of the Coast gesagt? Boah, voll geil, ihr habt ja jedes Set Collector-Display. Okay, kann ich verstehen, keine Frage, sehe ich. Mit der Zeit kamen halt andere Sachen dabei, wie andere Frames in den Collector-Displays. Die waren nur in den Collector-Displays drin. Die waren sonst nicht drin. Die waren wirklich was Besonderes. Ja? Und das ist noch gar nicht so lange her. Ich rede hier von Throne of Eldraine-Zeiten. Das ist 2019, wo die das erste Mal diese Special Frames gebracht haben. All das, worüber wir uns beschweren, ist halt in den letzten 5 Jahren passiert. Secret Lair, ohne Ende Produkte, Commander-Decks, ohne en masse, ohne irgendwelchen Sinn und Verstand und absolut nur Ware ohne Ende, ohne irgendeine Möglichkeit, irgendwo da zu sagen, boah, weißt du was? Das finde ich ein bisschen viel. Gucken wir uns an, was zum Beispiel damit funktioniert. Wir hatten zum Beispiel nummerierte Karten. Ganz groß, ganz beliebt. Gerade in Amerika ein super Hit, weil das sind halt Karten, wenn ich die Talia 429 finde, die ich immer noch suche, by the way, wenn jemand von euch hat, meldet euch, dann bin ich der Einzige, der diese Karte hat. Cool. Kann ich graden lassen, hab die eine nummerierte einzelne Karte. Sozusagen ein Unikat. Cool. Jetzt gibt es, wie viele Unikate?
Tausende mittlerweile. Es müssen ja Tausende sein. Alleine in dem ersten Set, wo wir das erste Mal nummerierte Karten hatten, kamen Tausende nummerierte Karten auf das Feld. Am Anfang dachte man, oh, diese Wurmcall Engine, eine nummerierte Karte, oh mein Gott, das wird selten. Dann haben sie festgestellt, okay, krass, wir machen nicht nur Wurmcall Engine, wir nehmen auch jede andere Art von Artefakten, Chromatic Lantern, irgendwelche Siegel auf irgendeinen Kram, die halt nicht gespielt werden. Also, mir ist klar, dass das Chromatic Lantern gespielt wird. Ich rede von diesem Siegel auf irgendwas. Ja? Und printen da auch eine Zahl drauf. Es gibt nummerierte Karten auf dieser Welt, die kosten keinen Huni. Jetzt sagt jeder, boah, Huni, voll viel Geld, 100 Euro, du weißt, was du alles kaufen kannst. Ja, weiß ich. Weiß ich sehr gut. Aber wir reden hier von Produkten, die wirklich eine Menge Geld kosten. Die wirklich sammelbar sein sollen. Ein Collector Booster soll nicht für Spieler sein, sondern für jemanden, der wirklich Geld da reinschmeißt und sagt, hier habt ihr Geld. Gebt mir was, was ich sammeln kann, zurück. Und was bekommt der? Hier habt ihr Geld. Ich nehme wertlosen Papiermüll. Weil halt nichts mehr irgendwie besonders ist. Wir haben so, so viele Sachen, die halt, wo sie einmal gesagt haben, oh, das testen wir mal. Und das ist gut angekommen, weil es unique war. Und nicht, weil wir das andauernd wieder haben wollen. Nummerierte Karten. En masse. Diese komischen Heated Zuges, die ja in diesen verschiedenen Farben, in den Neon-Ink-Sachen waren, haben wir jetzt nochmal bekommen in Ixalan. Die Heated Zuges sind bis auf der rote im Preis so hart getankt, dass selbst ich mir die kaufen konnte. Und das ist nicht so schwierig, an die ranzukommen. Wenn ich jetzt aber überlege, ich nehme mir als Beispiel so ein Cavern of Souls, was halt eine gespielte Karte ist. Und dann hat die vier verschiedene Artworks. Krass. Vier. Machen wir direkt mal acht draus. So, what the fuck? Warum müsst ihr bei jedem Scheiß übertreiben? Magic the Gathering ist ein Spiel, was über Jahrzehnte einfach nur funktioniert hat. Stores hatten es in den Läden. Stores hatten es auf dem Regal stehen. Und man wusste einfach, irgendwann geht das raus? Aber so ist es nicht mehr. Ich bin ja viel in Deutschland unterwegs. Ich bin ja wirklich viel in irgendwelchen Stores unterwegs. Und die haben en masse Produkte da rumstehen. Und zwar Produkte, wo man sich denkt, hä, wie, wieso? Also sei es jetzt Dominaria United Collector Displays, wo Tabernakel drin sein können. Sei es Kamigawa Neon Dynasty, wo halt 1000 Euro Karte drin sein kann. Seien es die Herr der Ringe Sachen, wo halt auch nochmal die One Rings, also nicht den One Ring, sondern die Soul Ringe, auch eine Menge Geld da sein können. Und die stehen da einfach rum, weil die keiner kaufen will. Und warum nicht? Ziemlich einfach, weil man gar nicht weiß, wohin. Selbst die Leute, die wirklich sagen, hier nehmt mein Geld, die wissen gar nicht, wohin mit dem Geld. Wizard of the Coast bringt halt alle naslang was raus und es muss immer krasser, immer specialer, immer übertriebener sein. Und wenn es das mal nicht ist, looking at you, Carl of Manor, dann wird es halt einfach problematisch, weil sie sich in so einem Dauer-Hype-Zustand bewegen. Sachen wie zum Beispiel, dass bei Ravnica Remastered nummerierte Karten drin sind, die wirklich selten sind, hat keiner am Schirm gehabt. Niemand. Weil man diesen Hype gar nicht mehr leben kann. Nummerierte Shockländer. Wahnsinn. Habt ihr mal die Preise gesehen? Wahnsinn. Eine Woche nach Set-Release war das vergessen. Zwei Wochen vor Set-Release war das nicht relevant, weil noch das alte Set da war. Das ist einfach so schwierig, da mit irgendwie zeitlich beizubehalten und zu schauen, okay, was kann ich machen? Wie kann ich überhaupt irgendwo da was Besonderes finden? Wir haben nur von nummerierten Karten bisher gesprochen. Nummerierte Karten, wie gesagt, ich finde die Idee von nummerierten Karten gut, die in Sammeldisplays reinzumachen und sagen, hey, in diesem Display gibt es 500 einzelne Karten, die nummeriert sind und nicht 30 Karten à 500 mal. Weil dann sind wir nicht bei 500, sondern bei 15.000 oder solchen Karten. Das ist halt einfach zu viel. Wenn ihr schon was haben wollt, was wirklich Sammler begehren. Ihr habt es ja beim One Ring gesehen. One Ring war immens teuer, weil die Karte gibt es ein einziges Mal.
Und ich fände es vollkommen okay, wenn ich eine Karte, die ich für, also eine Thalia kann ich für 30 Cent mittlerweile kaufen, für 30 Cent kaufen kann. Ich aber eine Sammeloption dafür habe, für Sammler, die wirklich sagen, hier ist mein Geld, die dann halt wirklich selten ist. Ich muss nicht mal mit irgendwelchen Geldwerten anfangen. Wizard of the Coast ignoriert ja offiziell den Markt, vollkommener Bullshit, aber darum geht's nicht. Wizard of the Coast könnt ihr hingehen und sagen, hey, das ist eine sehr, sehr seltene Karte. Die gibt's nur 500 Mal. Und man sieht ja an den Solringen, selbst die Solringe gibt es ja nicht nur 500 Mal, sondern wir haben halt den Elbenring, der 300 Mal existiert und so weiter und so fort. Ja? Und die gehen im Preis. Ja, da ist was Seltenes, da ist was Sammelhaftes dabei. Aber halt nicht eine von x-beliebig vielen Karten, die 1 zu 500 sind. Das ist halt einfach Schwachsinn. Das sind nur die nummerierten Karten. Weniger nummerierte Karten würden immens die Sammelbarkeit davon steigern. Die begehrte Karte. Wenn ich das öffne, ja, ein Schockland in nummeriert aufzumachen, gar keine Frage, ist geil. Ich war leider einer von denen, der hat den Siegel aufgemacht. Das war Müll. Dann denkt man sich so, geil, eine nummerierte Karte. Und dann ist das Ding keine 100 Euro schwer. Das kann's ja nicht sein. Das ist ja Quatsch. Und ich rede nicht davon, dass generell Magic-Karten so teuer sein sollten. Sondern einfach dieses, hier habt ihr tausende Sachen, die alle super secret special selten sind. Und dann ist nichts mehr selten. Selbes Prinzip. Als wir angefangen haben, Searchful einzuführen, war das Peak. Karten Searchful zu bekommen, war wirklich ein bisschen seltener wie die normalen. Und die Karten hat man selbst, die 2-Cent-Karten für 50 Cent verkaufen können. Weil die Leute, die es haben wollten, mussten wirklich hingehen und mussten was wirklich Seltenes sich kaufen. Und was macht Wizards im nächsten Set? Ja, also hier habt ihr 10 Searchfoils pro 10 Display-Karten. Und denkst du so, hä? Hä, was? Und dann guckst du mal nach und merkst auf einmal, yo, Searchfoil ist in jedem Booster drin. Das ist nichts Besonderes mehr. Und hast dich danach davor versucht, Searchful zu sammeln. So, warum? Was für ein Scheiß. Nicht nur das Searchful wurde so behandelt, sondern auch das Edged Foiling. Ich persönlich bin ja ein bekennender Fan von Edged Foiling, weil ich finde Edged Foiling-Karten curlen nicht ganz so stark wie normale gefoilte Karten. Und gerade die Artefakten oder die Old Brother-Karten sehen im Edged Foiling richtig schön dunkel aus. Was ich persönlich mag. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Das Problem ist halt nur, dass sie halt jetzt alles Gott und die Welt in Searchful drucken. Wo man denkt so, das war mal eine Besonderheit von den Commander-Karten in Commander Legends. Und dann gab es das mal als Besonderheit in einem einzelnen Set. Jetzt haben wir das neben Searchful, Full Art, keine Ahnung, warum sich Golden Foil nicht durchgesetzt hat und. In jedem Set. Und das ist halt dadurch einfach so ein Quatsch geworden. Auf Cardmarket laufen teilweise V5, V6 Sachen aus demselben Set rum, wo ihr dieselbe Karte in sechsfacher Ausführung ziehen könnt. Warum? Warum kann man nicht eine spielbare Version und eine Sammelversion haben? Vielleicht noch eine dritte Version, aber doch keine 5 bis 6. Im neuen Modern Horizons 3, abgesehen davon, dass Commander-Decks echt zu einem Modern-Deck-Set dumm sind, haben wir Full Art, so ein komisches Sketch-Art, Old Border, zu dem komme ich auch noch gleich. Dann haben wir die hier Edged Foiling und wir haben irgend so ein Texture-Foil. Texture-Foil, nächstes Prinzip. Texture-Foil wurde eingeführt und alle so, boah, krass. Und jetzt kommt es in immer mehr Sets und irgendwann denkt man sich so, ja, so krass ist das gar nicht mehr. Ich habe ja die Karte auch da drin. Das macht es so kaputt. Das war das Einzige, was diesen komischen Commander Master Shit überhaupt irgendwie relevant gemacht hat. Und jetzt machen sie es so kaputt. Schon wieder. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum Goldfoil, also ich weiß, warum Goldfoil nicht geil war, weil es halt die Turnierlegalität kaputt gemacht hat. Yu-Gi-Oh! Hat das hinbekommen. Yu-Gi-Oh! Gibt es Goldfoiling, by the way. Also Leute, die Kamigawa, dieses ausgestampte Goldfoiling mögen, Yu-Gi-Oh! Gotcha.
Und jetzt kommen natürlich die ganzen Leute raus und sagen, ja, aber der eigene Style, und das muss ja so, ist ja so wichtig, dass ich das in meinem Fäuling haben kann, bla bla bla. Jetzt muss ich den alten Mann raushängen lassen. Und ich weiß, dass das Argument in 99% aller Fälle immer falsch ist. Aber das haben wir früher auch nicht gebraucht. Ich mag Neuerungen. Ich mag es, wenn Dinge selten sind. Ich mag es, wenn ich eine Karte, die ich für 10 Cent spielen kann, oder eben in einer Special Artwork Frame Version irgendwie für wirklich die Leute, die blingen wollen, die sammeln wollen, die, wo du so einen Ordner aufschlägst und denkst, boah, hier liegt ein Kleinwagen. Finde ich okay, sollen sie machen. Das ist für mich Individualität. Genauso finde ich es aber individuell, wenn du hingehst und sagst, hey, ich spiele halt die günstigen Versionen, die 10-Cent-Karten, die sind genauso gut, und ich spiele sie auf Turnieren in Non-Foil, damit sie nicht curlen, damit sie überhaupt turnierlegal bleiben. Aber aus irgendeinem Grund verkauft sich dann ja doch. Und alle meckern drüber. Und es ist immer weird, wenn man meckert und dann selber doch kauft. Das ist dasselbe Prinzip wie bei dem Outboarder. Es gab damals einen Grund, warum 2000 ungefähr der Oldboarder abgeschafft wurde. Und zwar wurde der Oldboarder abgeschafft, weil er a. unübersichtlich ist und b. schwerer zu lesen. Ja? Es gab also Gründe, den Oldboarder abzuschaffen. Sich zu modernisieren. Dann haben sie in Timesbury Remastered Oldboarder-Karten wiedergebracht, wo ich gesagt habe, finde ich sweet. Weil für die Leute, die es nicht wissen, sie haben auch damals in Time Spiral teilweise Old Border Karten wiedergebracht, in dem Time Shifted Slot. Fand ich süß, fand ich eine coole, ja, es ist ganz nett, ganz süß. Ich mag die Karten in Old Border jetzt nicht so krass, aber ich freue mich für jeden, der Old Border mag. Dann kam Brothers War, oder wie das hieß, Old Border Karten. Dann kamen irgendwelche Commander Sets oder Modern Sets oder irgendwelche Sets, Old Border Karten. Soweit, dass sie jetzt in einem Standard-Set mit Old-Border-Karten um sich werfen, als weiteren Frame. Warum? Warum konnte man nicht sagen, okay, einmal im Jahr machen wir Old-Border-Karten raus und bringen die raus? Das wäre intelligent, das wäre cool. Nein, sie müssen zu jedem Set rauskommen. Full-Art-Karten, und ich rede nicht von dem Extended-Border. Der Extended-Border, also das, was damals mal ein Boxtopper war, wo die Leute super hyped drauf waren, by the way. War das Iconic Masters? Nee, das war auch nicht Eternal Masters. Ihr werdet es mir in die Kommentare schreiben. Es war ein Master-Set. Und dort gab es zum Beispiel Liliana of the Veil in Fuller. Extended Border. Ich habe, wie gesagt, alles, worüber ich hier rede, habe ich schon ein paar Mal drüber geredet, aber in verschiedenen Blackie Talks in den letzten Jahren. Und unter anderem habe ich damals den Snippet reingemacht von Nackt und Rosa. Rest in Peace an dieser Stelle. Die haben einen sehr, sehr cooles Video hochgeladen, wie eine Dame eine Liliana of the Veil zieht. Von diesen Boxtoppern. Weil das war damals krass. Heutzutage ist so Extended Border, ja, kriege ich halt in jedem Set. Von gefühlt jeder Karte. Dann muss ich den Leuten erklären, warum Extended Border ein alternatives Artwork, was Full Art ist. Das müssen wir auch im gleichen Set haben. Dann, wie gesagt, Old Border, Sketch Frame, irgendwas. Dann noch Edged Foiling, dann noch normalen Frame, statt hinzugehen und zu sagen, jedes Set hat seine Besonderheit, jedes Set, boah, erinnert ihr euch noch dran? In dem Set gab es das, in dem Set gab es das. Und dann sagen, boah, wir gehen zurück auf den Plane. Und weil wir jetzt nochmal mit Time Shifted spielen, habt ihr nochmal Old Border Karten. Wie geil. Statt dass ich in jedem Random Booster einfach eine Old Border Karte ziehen kann. Es nimmt halt einfach diese Besonderheit, diese Sammelbarkeit, dieses, wir haben einfach alles an die Wand geworfen und gucken, was kleben bleibt. Und wenn es auch nur eine Sekunde kleben bleibt, dann werfen wir noch 50.000 Liter hinterher. Und das verstehe ich halt nicht. Ich verstehe nicht, warum Wizard of the Coast es nicht hinbekommt, sich zu sensibilisieren und zu sagen, okay, das funktioniert gerade einmal. Vielleicht sollten wir das nicht übertreiben, sondern das erstmal so weiterlaufen lassen. Diese Testphase, in der wir uns befinden, mit 50.000 verschiedenen Sets, 20 Millionen Boostern, verschiedene Booster-Versionen und sonst was. Wir haben in 5 Jahren jetzt ein Booster bekommen, das wieder verloren und jetzt ein neues Booster bekommen. Ah ja, 2 sogar noch. Wir hatten Farbbooster, wenn ihr euch noch daran erinnert. Wir hatten irgendwelche random komischen Starter-Produkte, die einfach weird waren.
Ah ja, wir haben noch 20 Millionen Commander Decks, weil Commander Deck funktioniert ja. Wie gesagt, kein Hate gegenüber Commander-Spielern, meiner Meinung nach. Ich finde Commander ist ein großartiges Social Game. Wirklich gut. Zu jedem Produkt 4 Commander Deck, mittlerweile 50 bis 60 Euro rauszubringen. Davon jetzt noch anfangen, Collector-Versionen zu machen. Sie haben es bei Warhammer angefangen. Da haben sie gemerkt, es funktioniert. Jetzt machen sie es bei so einem Special Set wie Modern Horizons. Und ihr könnt mich unter dem Video kommentieren, wie ihr wollt. Ich bin der festen Überzeugung, Wizard of the Coast wird diese Special Collector irgendwas Commander Decks demnächst auch für normale Sets rausbringen. Vielleicht nicht 2024, aber wenn ihr die relativ viel kauft, dann nächstes Jahr. Weil immer, wenn irgendwas ein Kaufargument war, immer wenn die Leute gesagt haben, das finden wir gerade mal cool, guckt mal hier, wie cool das gerade ist, wie cool, dass wir hier so eine Special Hidezuge haben, so die Jagd nach dem Hidezuge. Guckt mal, da können wir nachschauen, so die Jagd nach den limitierten Herr der Ringe Sachen. Guckt mal hier, das sind wirklich nummerierte Karten, das ist ja krass, wie beim Baseball damals. Das ist ja insane, hat Wizards immer übertrieben. Immer. Und immer tausendmal das Gleiche gemacht. Statt sich zu sensibilisieren und einfach nur einen angenehmen Workflow zu haben. Für uns alle. Denn wir haben was davon. Weil wir weniger Shit entgegengeschmissen bekommen. Den wir auch Neulingen erklären müssen. Wizard of the Coast sagt auf der einen Seite, wir brauchen Neulinge ohne Ende, weil Bestandskunden geben uns kein Geld. Auf der anderen Seite, jedes Mal, wenn der Bestandskunde sagt, das finden wir cool, übertreibt Wizard of the Coast und nimmt halt so einen kompletten Kuchen und drückt dir den ins Gesicht und sagt so, friss, friss. Warum kann man nicht schön sortiert sagen, hier, da sind nummerierte Karten drin. Fertig. 2 Stück oder 3 Stück. Aurelia Rakdos. Fertig. Es gibt 1000 Stück auf der Welt. Prügelt euch. Und jeder, der nicht bei diesem Investor-Game dabei sein möchte, kann sagen, hey, ich spiele die Karte für, ja, wobei Aurelia und Rakdos sind auch beide nicht so günstig. Aber ich spiele sie halt für einen Zehner. Was teuer ist für eine Spielkarte. Keine Frage. Aus dem Standard-Set, die nirgendwo gespielt wird. Aus dem Commander. Aber ja, das wäre ja voll okay. Das wäre wirklich okay. Aber so versuchen wir einen Special zu erzeugen, was wir im nächsten Set, siehe Searchfall, einfach non-special mehr machen. Und Searchfall ist ja auch wirklich nicht mehr selten. Wir kriegen jetzt in Fallout-Decks, also in den Command, in den Collector-Boostern, Searchfalls. Ich habe einem sehr, sehr guten Freund von mir, Grüße gerne raus, Steffen, habe ich alle mit Dommer, meinem besten Freund, der mit mir auch immer die Gameplays macht, Grüße gehen auch an dich raus, habe ich alle Doktoren, alle aus dem Doctor Who Set in Searchfoil, in dem Premium Special Foiling. Abgesehen ist von Neon Ink und diesem Double Rainbow Foil, was es ja auch noch beide gibt, geholt. Und ich glaube, ich habe für den Rahmen etwa das gleiche bezahlt wie für alle Doktoren. Wie selten ist das? Wie special ist das? Und wie gesagt, jeder, der jetzt sagt, boah, ich finde Searchfall total toll, ich finde das großartig, dass jede Karte da drin ist, damit ich mein ganzes Deck ausblinken kann, darum geht es gerade nicht. Es geht einfach nur das ist nur ein Beispiel. Das ist wirklich, alles, was ich gesagt habe, auch mit der Nummerierung, ist nur ein Beispiel davon, dass Wizard of the Coast aktuell jedes Mal, wenn irgendwas funktioniert, Jumpstart, großartiges Beispiel, ich liebe Jumpstart. Jumpstart 1 kam raus, durch den Shortprint war es gehypt bis zum geht nicht mehr. Alle Leute wollten das. Investoren wollten das, Goblin-Spieler wollten das, Legacy-Spieler wollten das, Commander-Spieler wollten das, Anfänger wollten das, Store wollten das. Alle wollten das. Was macht Wizard of the Coast? Ihr mögt Jumpstart. Schmeißen wir jetzt zu jedem Set Jumpstart an die Wand. Und zwar ein Müllprodukt. Abgesehen von Herr der Ringe und Dominaria, weil Bowmaster und Chioldred. Aber ansonsten sind das Müllprodukte gewesen, die mir immens viel Spaß gemacht haben. Keine Frage. Ich habe immer Spaß an Jumpstart. Ich liebe Jumpstart. Aber genauso haben sie es bei so vielen gemacht. Und Jumpstart ist ein schönes Beispiel dafür. Sie gucken, irgendwas funktioniert.
Sei es ein Foiling, sei es ein Treatment, sei es irgendwie, oh, die Leute mögen es, dass wir jetzt ein paar Sachen mit diesem wundersamen Artwork gemacht haben, also mit dem Frame gemacht haben in Throne of Eldraine. Machen wir das jetzt in jedem Set. Und zwar dann noch am besten zwei verschiedene. Dann kam Secret Lair und alle so, oh, die Leute mögen Secret Lair. Und die ersten Secret Lair waren ja auch gut, weil es einfach die normalen Frames waren mit sehr, sehr cuten Artworks. Machen wir noch mehr da rein. Und mehr Secret Lair. Am Anfang waren es 7 Secret Lair, die im Laufe von, ich glaube, 7 Wochen, nee, von einer Woche rauskam. Und jeden Tag war es ein anderes Secret Lair. Das war Müll. Keine Frage. Aber jetzt am laufenden Band, es gibt, glaube ich, keine Zeit mehr, auf dem ihr nicht ein Secret Lair auf der Secret Lair-Seite bestellen könnt. Ich habe den Überblick verloren über so, so viele Sachen. Und ich mache einen News-Podcast, wo ich mich darüber informieren soll, was da passiert. Und es ist halt leider wirklich einfach so, so häufig der Fall, dass Menschen bei sowas immer übertreiben. Und naja, das ist es leider hier auch. Wie immer, ihr habt es letztes Mal schon gemerkt, ich versuche die Blackie Talks jetzt immer so zwischen 20 und 30 Minuten zu halten. Ich hatte sie früher immer so zwischen 30 und 40, versuche es jetzt mal zwischen 20 und 30 Minuten zu halten. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr könnt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Vielleicht bin ich auch der Einzige auf der Welt, der sagt, boah, diese tausenden Treatments, tausenden Produkte, tausenden Sachen, die irgendwie uns entgegengeschmissen werden, ist mir einfach zu viel. Ich hätte es lieber gestreamlined und wirklich ein schönes System, wie zum Beispiel Pokémon das ja auch macht, zwischen Sammler und Spieler. Und ja, vielleicht zum Abschluss, danke an meine Patrons. Vielen, vielen Dank an alle, die ihr hier seht. Meine Patrons sind tatsächlich Menschen, die ich sehr, sehr schätzen gelernt habe, die mir durch sehr, sehr viel jetzt geholfen haben, auch die letzte Zeit, was gerade so ein bisschen auch die finanzielle Aspekt gibt. Das heißt, wenn ihr euch überlegen wollt, statt dass ihr noch 20 Millionen Booster kauft, mich zu unterstützen bei all dem, was ich hier mache, könnt ihr mal nachschauen. Und in der Videobeschreibung ist tatsächlich der Link zum Patreon. Ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten Daumen nach oben, abonnieren, Kommentar schreiben. Hilft alles. Und normalerweise ende ich ja mit euer Black Seed. Ciao, ciao. Dieses Mal möchte ich meine absolute Catchphrase, die ich sowohl im Podcast als auch unter anderen Leuten immer wieder zeige und auch immer wieder erzähle. When everything is special, nothing is.